Wir haben den schönen Platz in der Nähe von Husqvarna jetzt verlassen und sind am Vätternsee entlang gefahren bis nach Grenna. Genau. Bekannt für die Zuckerstange. Wollte ich gesagt haben. Also nicht nur bekannt für die schönen, bunten, alten Holzhäuser, auch für die Zuckerstangen. Den Stellplatz, den zeigen wir euch gleich. Ja, könnt ihr ein bisschen was darüber erzählen, wenn ihr wollt. Der kostet, der ist relativ teuer, 38,50 Euro, glaube ich, pro Nacht umgerechnet. Aber es ist alles automatisch. Wir haben vorher gebucht mit Kreditkarte, haben direkt einen Code zugeschickt bekommen, konnten dann reinfahren, haben sogar hier dieses, wie heißt das Ding zum Reinigen? Ein Camper-Clean-Automat. Genau, ist kostenlos mit da drin und ist alles relativ neu hier. So, wir werden jetzt erstmal Gras säen. Machen wir uns mal gemütlich. Habe ich so in der Art auch noch nie gesehen. Aber den ziehen wir noch weiter nach vorne gleich zusammen, oder? Ja, warum zusammen? Cool. Das ist unser Platz, die G40. Und ihr habt hier direkt zu jedem Platz passend einen Stromanschluss. Ja, Tanja ist noch nicht zufrieden mit dem Teppich. Ihr habt da mal einen Schwenk auf den Platz. Im Übrigen gibt es in Grenna noch einen riesengroßen Campingplatz, war aber keine Option für uns, und es gibt noch einen Stellplatz am Hafen. Hier vor dem Stellplatz seht ihr die Fähr- und Entsorgung mit dem Camper-Clean-Automat, wobei ich sagen muss, ja, ich bin das gewöhnt, dass der Camper-Clean-Automat sauberer macht. Also war nicht 100%. Hier seht ihr die Ein- und Ausfahrt. Das heißt, wenn ihr online reserviert, bekommt ihr, nachdem ihr mit Kreditkarte oder mit diesem schwedischen Bezahlsystem bezahlt habt, einen Code zugeschickt. Den könnt ihr hier eingeben und somit öffnet sich die Schranke. Mit der Einfahrt bekommt ihr auch Zugang zu der ganz neuen Fähr- und Entsorgung. Dann gehen wir jetzt mal rüber. Ihr habt hier zwei Bodeneinlässe. Ihr könnt die Kassette, ich sage jetzt mal normal leeren, also wie ihr es gewöhnt seid. Ihr habt hier die Bodeneinlässe Nummer 1, also Bodeneinlass Nummer 1. Hier könnt ihr die Kassette reinigen. Bodeneinlass Nummer 2. Und hier könnt ihr euch die Kassette reinigen lassen. Camper Clean, kostenlos. Aber wie gesagt, es geht sauberer. Auch per Code zugänglich. WC und Duschen. Wenn ich jetzt gerade meinen Code im Kopf hätte, könnten wir mal reingehen. Müssen wir auch später verschieben. Es gibt die Möglichkeit, außen zu spülen. Wie gesagt, der Wohnmobilstellplatz ist ganz neu. Da ist noch einiges im Bau. Aber ich denke, das wird. Und wenn ihr euch die Stadt angucken wollt, dann ja, denke ich, würde ich eher hier hinfahren. Also nachdem ihr den PIN eingegeben habt, kommt ihr hier in diesen Vorraum von der Dusche und vom WC. Wahnsinn. Es gibt hier vier Eingänge. Na komm, wir entscheiden uns einfach mal für den ersten. Boah. Also, vier Duschen, komplett mit WC, Dusche, sehr sauber, es riecht alles noch sehr neu, und falls sie besetzt sein sollten, könnt ihr hier warten. Es gibt hier auf dem Stellplatz ein weiteres Sanitärgebäude. Und wenn ihr jetzt mal hier guckt, habt ihr auch die Möglichkeit, Tennis zu spielen. Auf vier Tennisplätzen. Der Stellplatz liegt direkt am Fährhafen. Im Hintergrund kann man die Fähre auch leicht erkennen. Es wurde ein kleiner Teich angelegt, der direkt am Restaurant mit Außenterrasse liegt. Thank you.
Ihr seht gerade die Fähre, wie sie anlegt. Hier ist der Hafen. Seht ihr, wie groß der See ist. Und das ist nur ein kleiner Teil davon. Öberingen lebt Grenna komplett von Tourismus, was bei diesen Bildern ja auch nichts Ungewöhnliches ist. Uns glaubt doch kein Mensch, dass wir in Schweden sind. Super Wetter, schön warm, traumhaft. Freunde, für heute war es das. Wir werden jetzt gleich zum Wohnmobil zurückgehen, noch ein bisschen mal chillen und grillen. Und morgen gehen wir mal in die Stadt und dann zeigen wir euch was ganz Besonderes.